So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer kleinen Testaufnahme von F1 2012. Hier habe ich demnächst ein Let's Play vor, und zwar ein Together mit dem guten Patrick Patian LP. Ja, und wir spielen das im Koop-Modus, heißt, wir spielen eine Meisterschaft zusammen und werden dort im gleichen Team, aber natürlich gegeneinander auch fahren. Wir werden uns natürlich versuchen, nicht gegenseitig abzuschießen. Aber man weiß ja, wie das so ist. Wow, da hat es aber geknallt. Hier gibt es Strafe. Was? Wie Strafe? Ich habe doch gar nichts gemacht. Hallo? Bitte? Ich? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ja, das geht ja hier schon gut los, ja. Ihr seht, für Spaß und Spannung ist gesorgt. Wir fahren hier übrigens gerade mit die Restar aus dem Force India Team. So, wir wollen jetzt Hamilton knacken. Wir werden ihn jetzt hier außen überholen. Wir spielen auf den Schwierigkeitsgrad fortgeschritten zurzeit. Wie das dann nachher im Let's Play aussehen wird, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Ja. Ja, doof ist natürlich, ich bin jetzt auch gerade momentan etwas erkränklich, aber ich wollte euch schon mal zeigen, mit was ihr es dann zu tun bekommt, wenn das Ganze losgeht. Dass ihr schon so einen kleinen Überblick habt, ähnlich wie der Patrick das auch gemacht hat. Den Patian LP könnt ihr natürlich auch über meine Kanalbox finden. Ja. Ist ja auch mittlerweile nicht mehr so klein, der Gute. Hat ja schon fast 200 Abos. Was für mich ja schon groß ist. Ich mit meinem 100, ja. Und, also ich freue mich tierisch auf dieses Projekt, muss ich sagen. Ich habe da so einen Bock drauf. Einfach nur, dass es die Möglichkeit gibt, dass Leute an zwei verschiedenen PCs sitzen können und gegeneinander F1 fahren können. Übrigens, mein Mikro kriege ich im Moment nicht noch lauter. Also das ist die Maximaleinstellung. Ist ein bisschen blöd, ist ein bisschen leise, sehe ich ein. Aber ich kriege es nicht anders hin. Man kann den Rennsound nur 50% schalten bei dem Spiel. Warum auch immer. Und nicht noch leiser. Und ich weiß auch nicht, ob ich mein Mikro noch lauter kriege. Ich habe schon geguckt, aber das war schon am Anschlag. Ja. Muss man dann mal gucken. Ob man da noch irgendwo was machen kann. Ja, wir fahren hier so ein kleines 3-Runden-Rennen, um so einen kleinen Einblick zu kriegen über das Spielchen. Und mir sitzt hier der gute Hamilton im Nacken. Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit Formel 1 spielen. Ich habe schon mal den, boah, wie hießen die damals noch? Grand Prix habe ich gespielt. Grand Prix 4, Grand Prix 3 habe ich gespielt. Ist ja, glaube ich, der gleiche Publisher. Schlimmt mich jetzt nicht, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, das war so der Fall. Ja, und Singleplayer alleine ist mir ein bisschen zu trocken, das Thema. Deswegen brauche ich unbedingt noch jemanden, mit dem ich quatschen kann. Wobei sich das natürlich bei dem Let's Play auch dann ein bisschen in den Grenzen hält. Ja, also ich werde hier nicht, so wie jetzt in diesem Testvideo, wild drauf losquatschen, weil da geht es ja darum, Patrick zu schlagen. Ja, und das reine Ziel ist es nur, den Patrick zu schlagen. Es gibt eigentlich kein anderes Ziel. Ja. So, biegen wir ein hier auf die Start- und Zielgerade. In Melbourne übrigens haben wir, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ich habe meinen Curse gar nicht gesetzt. Trottel! Ja, fährt sie doch ganz gut hier. Nur schade, dass wir noch 10 Sekunden verlieren werden. Nicht abgekürzt. Vorne habe ich noch eine kleine Aufnahme gemacht. Da habe ich eine Massenkarambolage ausgelöst, die dann dazu geführt hat, dass ich disqualifiziert wurde tatsächlich. Also ihr seht schon, das wird hart. Bremshilfe habe ich nicht an. Ich habe lediglich diese Fahrspur an, die ich aber auch brauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ohne die bin ich aufgeschmissen. Ja, beim Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen hochgehen, muss ich dann gucken, wie das so ist mit den Teams, die wir nehmen. Da sind wir uns auch noch nicht einig drüber. Im Gespräch sind Lotus oder aber auch Red Bull Racing. Ich denke, wenn wir Red Bull nehmen, können wir auch noch in den Schwierigkeitsgrad ein höher gehen, aber das werde ich dann mit dem Patrick zusammen besprechen. Und dann schauen wir mal. Einmal durch diese Haarnadelkurve hier. Dann ist es auch fast geschafft. Also wir werden Quali spielen und rennen. Training wird es nicht geben. Das ist uns zu langweilig. Darauf haben wir uns schon geeinigt. Einbiegen zum letzten Mal, und dann wird hier
Na gut, der Platz, der liegt Platz 3. Übrigens wurde der gute Patrick 18. auch mit Zeitstrafe. Und ja, schau mal, welchen Platz ich werde. Da haben wir schon den ersten kleinen Mini-Duell-Vergleich, ja. Schauen wir mal. Paul D'Arresta. Ich wurde... ja, wo bin ich denn? 7. wurde ich. Ja, gut gemacht. Und das war's erstmal. Da wisst ihr Bescheid. Demnächst hier auf dem Kanal Let's Play Together F1 2012. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich hab da Bock drauf. Das wird geil. Wir sehen uns. Bye, bye.